Ich denke, wir sind wieder live und wir, das sind heute Roy, der Tarot-Seelsorger. Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich, wieder auf dem Kanal der Mantika dabei sein zu dürfen mit meiner charmanten Ausnahmeberaterin Kirsten. Und es stellt sich die Frage, Kirsten, worum geht's eigentlich heute wirklich? Ja, diesen Spannungsbogen möchte ich noch einen Moment aufrechterhalten, bis ich feststelle, ob wir tatsächlich live sind oder. Wir sind live. Ja, also ich kann uns noch nicht sehen. Wir sind live. Kannst du uns schon ersehen? Wir sind live. Komm, ja, vertrau den auch, dass wir live sind und den Tarot-Seelsorger. Genau, wir sind auch schon. Ich sehe auch schon, dass wir eine 1, 2, 3, 4 Augen dabei haben. Schön, dass ihr da seid. Wir sprechen. Ja, ich grüße auch. Wir sprechen heute über ein interessantes Thema, nämlich was passiert, wenn man eine Frage mehrfach hintereinander stellt. Und da gibt es mehrere Aspekte, die es bei dieser Frage zu beleuchten gilt. Das eine ist technisch. Zieht man immer dieselbe Karte? Und das andere ist, ist es sinnvoll, mehrfach dieselbe Karte, dieselbe Frage schnell hintereinander zu stellen? Roy, womit wollen wir anfangen? Was hast du gefragt? Womit wollen wir anfangen? Ich bin ja Plug and Play. Na gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht erst einmal diskutieren, was wir darüber denken. Ja. Und dann, also was wir darüber denken, eine Frage mehrfach hintereinander zu stellen. Was denkst du darüber? Das ist gut. Ist das die abschließende Antwort? Das war die abschließende Telefon-Tarot-Seelsorger-Antwort. Denn ich bin jetzt auf Oldschool. Vielleicht kannst du doch noch etwas mehr ausholen, warum du meinst, dass das gut ist. Liebe Zuseher, es wird jetzt langatmig. Okay. Auf Wunsch meiner Ausnahmeberaterin, Ehegattin, Geschäftspartnerin, Mitbewohnerin einer sehr schicken Wohnung. Sie wünscht sich, dass ich ihr erkläre, Quatsch, mach einfach. Was Quatsch, mach einfach? Ja, mach jetzt einfach. Mach doch nicht lang. Nein, ich möchte einfach von dir wissen, was hältst du davon, wenn jemand zu dir kommt und mehrfach dieselbe Frage hintereinander stellt? Ich dachte mir, du möchtest von mir wissen, ob wir zuerst philosophieren und nachher. Mein Thema dazu ist, wenn ich um 17 Uhr eine Beratung habe. Ja. Und der Kunde stellt mir um 17.10 Uhr eine Frage. Mhm. Mischt die Karten, bekommt Karten präsentiert, übersetzt. Und um 17.20 Uhr stellt er die gleiche Frage wieder, dann ist es wohl die gleiche Frage, die er stellt, aber es haben sich schon 10 Minuten verändert. Das heißt, es ist schon was mit ihm passiert. Und darum ist es wohl vom wortwörtlichen Sinn her die gleiche Frage, aber mit der Person ist schon etwas passiert. Also es ist zwar wohl Thema, immer noch nicht verändert, aber sie sind mit ihm schon 10 Minuten ins Land gezogen und er hat schon eine Beratung gehabt, er hat schon Bilder gesehen. Somit ist es wohl wörtlich die gleiche Frage, aber nicht mehr sinngemäß die gleiche Frage. Und da unterscheide ich. Ja, wobei das jetzt eher für mich eine technische Antwort ist. Ich möchte einfach von dir wissen, wenn jemand zu dir kommt und mehrfach dieselbe Frage an dich stellt, ja, was tust du dann? Ja, dann stellt er wieder die gleiche Frage. Dann frage ich ihn, ob das Thema für ihn so wichtig ist, dass er das wiederholt oder ob wir dieses Thema nicht vielleicht ein bisschen anders beleuchten wollen oder das habe ich bei diesen Fragen öfter dann herausbekommen, dass es eigentlich gar nicht das Thema war, sondern es war eigentlich nur ein vorgeschobenes Thema und man wollte so eine Form, nicht einmal mich zu testen oder ob ich Karten legen kann, das war gar nicht so das Thema, sondern es war so ein ich mache es ein bisschen dornröschenmäßig, baue ich noch ein Dornen,
Kranz um mich herum, damit da das wirkliche Thema gar nicht wirklich rauskommt. Mhm. Okay, also ich habe komplett andere Erfahrungen, dann erzähle ich einfach mal, was ich darüber denke. Für mich ist es ein absolutes No-Go, dieselbe Frage ständig hintereinander zu stellen. Das machen wahnsinnig viele Menschen, oft sogar innerhalb einer Beratungssession. Erkläre ich ausführlich eine Frage und am Ende fragt die Person wieder, ja, was heißt das denn jetzt? Was gibst du mir denn jetzt auf die, welche Antwort gibst du mir denn jetzt auf diese Frage? Und das macht mich ein bisschen aggressiv, weil ich das Gefühl habe, dass die Leute A, mir nicht zuhören und B, nicht akzeptieren, was die Karten gerade sagen. Ich gebe den Laut der Karten ja auch immer einen Vorschlag, was sie jetzt tun sollen. Und anstatt zu sagen, ich mache das jetzt, was die Karten sagen, wird wieder dieselbe Frage gestellt, meistens, weil den Leuten die Antwort auf die Frage nicht gefällt. Ja, das verstehe ich, Kirsten. Aber wir haben ja auch unser beider ungeschriebenen Kodex, dass wir sagen, die letzte Entscheidungsinstanz ist der Fragende. So. Und wenn er dann, ich sehe das auch ein bisschen anders. Vielleicht habe ich mich dann nicht klar genug ausgedrückt beim ersten Moment. Ja? Dann versuche ich, ihn dahin zu kriegen, okay, ich fordere die Leute auf, ihre Fragen zu stellen. So, aber wenn er jetzt unbedingt möchte, dass er dreimal während einer Beratung die gleiche Frage stellt, dann tut er das, obwohl ich ihn beim zweiten Mal dann schon darauf hinweise, dass es ja okay ist. Es ist ja schlussendlich seine Session, es ist sein Momentum, wo er mich auch bucht, wo ich für ihn da bin. Aber vielleicht gibt es ja auch den Moment, wo er noch eine interessantere Frage stellen kann, wo er vielleicht noch ein anderes Thema beleuchten kann, weil sehr oft ist es, das weißt du ja auch, wir haben einfach nur diesen Slot eingeplant und danach haben wir oft was anderes vor. Also er kann da nicht unendlich überziehen. Ne? Also wenn er uns 60 Minuten gebucht hat, dann hat er uns 60 Minuten gebucht. Okay, also plus minus eine Zeit darüber, aber er kann nicht einfach hergehen und sagen, so, ich habe jetzt die ersten 45 Minuten 30 Mal die gleiche Frage gestellt. Ach, übrigens, da habe ich noch zwei andere Themen, die müssen wir jetzt unbedingt noch in einer nächsten, das findet bei mir nicht statt. Okay, also du bist der Ansicht, der Kunde ist König. Ich bin eher der Ansicht, ich beantworte eine Frage einmal, dann lasse ich die Person darüber nachdenken, eventuell was handeln und dann kann sie sich gerne wieder bei mir melden, wenn das nicht gefruchtet hat. Ich muss jetzt da mal ein bisschen auseinanderklamüsern. Also der Kunde ist König, ist ein wunderschöner Satz. Nur muss man vorsichtig sein, weil der König war früher nicht so mächtig wie die Fürsten, denen er vorgesessen hat. Und wenn es den Fürsten nicht gepasst hat, dann hat man schon versucht, den König dahingehend zu motivieren, das zu tun, was die Fürsten wollten. Und wenn das nicht funktioniert hat, hat der König öfter mal schneller den Kopf verloren. So. Also Kunde ist König, spielt es bei mir nicht. Bei mir ist der Kunde, wenn es wirklich eine nette Geschichte ist, dann ist der Kunde Freund. Ja? Und dann begegne ich ihm freundlich. Das heißt aber nicht, dass er bei mir alles darf. Aber wenn er das Gefühl hat, er will die Frage dreimal stellen, so what? Er läuft ja auch Gefahr, dass er dreimal die gleiche Antwort bekommt. Das ist, was wir als nächstes überprüfen wollen. Aber mir war es jetzt erstmal wichtig, herauszufinden, wie du dazu stehst, zu dem Mehrfachfragenstellen. Und ich finde, dein Standpunkt ist klar. Ich lasse die Leute auch mehrfach dieselbe Frage stellen, aber ich erwarte immer, dass dazwischen etwas erledigt wird, was die Karten vorschlagen. Wie seht ihr das da draus? Das gucken ja einige Leute zu. Vielleicht schreibt ihr mal in die Kommentare Team Roy oder Team Kirsten, Team Tarot-Seelsorger oder Team Ausnahmeberaterin? Mir geht das schon wieder so in ein Battle rein. Will ich gar nicht. Das ist eine Sache der Ansicht. Das ist wie mit Geschmack. Darüber kann man nicht streiten. Aber was mich viel mehr interessieren würde, wie machen es denn die Zuseherinnen und Zuseher draußen? Wie macht ihr das? Das würde mich viel mehr interessieren.
Und ihr müsst jetzt da uns jetzt auch keinen Roman schreiben, sondern vielleicht nur kurz und knackig in 4, 5 Stichworten. Das würde mich viel mehr interessieren. Ja, ich habe das jetzt auch ein bisschen witzig gemeint. Das war jetzt nicht so gemeint, dass wir jetzt als nächstes in den Ring steigen. Aber wir waren ja heute schon mal online. Ich finde, das hat hier eine andere Dynamik als vorhin. Ich hoffe, es gefallen dir beide Aufnahmen. Übrigens hübsch, was du anhast, Schatz. Ja, meine Maske war diesmal sehr kreativ. Also ich freue mich da immer, dass und möchte auch einen Dank an die Leute im Hintergrund, die immer wieder da sind und für uns Kostüme rausfinden mit der Maske, uns diese schicken Accessoires, die denn, für die Choreo da sind, die Musik einspielen und die am Schluss noch das WLAN runterfahren. Also denen möchte ich allen danken. Gut. Also das ist so erstmal die Haltung. Man kann sagen, ich stelle eine Frage öfter an die Karten, das ist vollkommen okay. Andere sagen, nein, ich möchte eigentlich, dass die Leute die Frage jetzt nur einmal stellen. Bevor wir jetzt in den technischen Teil gehen, ist es aber vielleicht doch ganz interessant, dass wir nochmal von unserem Experiment erzählen, das wir immer auf den Messen früher gemacht haben. Möchtest du das mal erzählen? Ja, das war eine ganz spannende Überlegung. Wir haben uns überlegt, was passiert denn, wenn ich als Messebesucher an einen Stand gehe, wo ich mehrere Berater habe und ich stelle den, ich nehme jetzt mal als Zahl 3, und ich stelle den 3 Beratern unabhängig voneinander die gleiche Frage. Also ich gehe zum Berater 1, stelle die Frage, gehe zum Berater 2, stelle die gleiche Frage, also wortwörtlich die gleiche Frage, und ich gehe zum Berater 3 und stelle die gleiche Frage. Und das war sehr spannend, denn wir haben uns das, ich glaube, 3 oder 4 Jahre als auch als so als Messejoke genommen haben. Ich kann mich erinnern, einmal war als Astrologe Raphael Schillbrand mit in diesem Dreierteam. Und wir haben dann immer versucht, auch nicht am gleichen Ort zu sein, sondern dass wir uns am Stand, der eine am Anfang, der andere am Ende des Standes hingestellt haben, sodass wir auch nicht hören konnten, was wurde gerade beraten. Oder auch der Astrologe hatte seinen Stand ganz woanders, das war auch sehr lustig. Und wir haben den Kunden, damit es auch klar war, die Frage notieren lassen. Und darunter hatten wir 3 so Piktogramme, wo er dann einfach einen Haken dran setzte, der wusste, ha, er war jetzt beim Berater 1 oder hat beim Berater 3 gestartet. Und das war eine ganz lustige Geschichte. Und vielleicht erzählst du, wie es ausging. Ja, Birgit schaut ja auch zu. Ich glaube, Birgit hat bei dem Projekt auch mitgemacht. Und ja, das war total spannend, weil in der Tat wir alle unabhängig voneinander immer eine sehr ähnliche Aussage auf die Frage gegeben haben, ob das nun mit Astrologie, Tarot oder Orakelkarten war. Und was aber geschehen war, ist das, was Roy schon beschrieben hat, diesen Effekt. Dadurch, dass schon mal einmal eine Antwort auf die Frage gegeben worden war von einem, war die Person, obwohl sie exakt dieselbe Frage an einen anderen Berater, eine andere Beraterin gestellt hat, an einem anderen Punkt angekommen in ihrer Fragestellung und hat dann nochmal zusätzliche Informationen oder schon mehr in die Zukunft gerichtete Informationen bekommen. Aber die Vergangenheit zum Beispiel lag immer ziemlich deutlich bei allen gleich. Und das war für uns super spannend und für die Leute war das auch super spannend, weil wir damit eigentlich bewiesen haben, wie gut unsere Hilfsmittel funktionieren, um präzise Aussagen zu treffen. Ja, und das war immer so ein Aha-Erlebnis, was jetzt rauskam. Ne? Ganz genau. Auch so, dass die Leute dann selber fasziniert waren. Man hat ja gesagt, woher will denn Berater 2 wissen, was Berater 1 gesagt hat? Ne? Genau, und wir standen wirklich im Moment auch nicht im Kontakt. Ja, wir standen ziemlich weit voneinander weg. Wir konnten also gar nicht hören, was die anderen gesagt haben. Oder die sind auch mal zwischendurch weggegangen, die Leute, und kamen dann wieder, wenn eine lange Schlange war. Es war ja noch ein beliebtes, günstiges Angebot. 3 Berater, 12 €, wenn ich mich recht entsinne. Ja, war ein Schnäppchen, ne? Ja, das kam richtig gut an. Ja, okay, also das ist so unsere Herangehensweise. Bisher hat noch niemand geschrieben, wie sie oder er das tut, aber das könnt ihr ja auch gerne später noch machen. Jetzt wollen wir einfach mal die technische Probe machen. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir einfach mal Karten ziehen auf eine Frage, parallel und dann zeitversetzt. Erst einmal
Bevor wir das machen, was meinst du denn technisch, was passiert, wenn man zweimal hintereinander dieselbe Frage stellt oder wenn wir parallel dieselbe Frage stellen? Werden wir beide die gleiche Karte ziehen? Nee, das glaube ich nicht. Das wär wirklich ein ganz, ganz außergewöhnlicher Moment in der Zeitgeschichte. Ich glaube, wir würden dann in die Annalen eingehen und würden dann als Hexen verbrannt. Mhm. Was aber vielleicht passiert ist, dass man, würde ich schon sagen, dass man, genau wie beim Tageskartenziehen, wo man ja im Laufe einer Woche durchaus oft sehr ähnliche Karten ziehen kann, dass wir ähnliche Karten ziehen werden. Ja, das denke ich auch. Eher geht es in diese Richtung, dass du eine 2 der Kelche ziehst und ich ziehe eine 3 oder in die Richtung oder das, ich weiß nicht, Hohepriesterin und Hierophant oder irgendwie in solche Geschichten, dass du sagst, ja, das passt zusammen oder eben so völlig auf Gegensatz. Ne? Wir können das jetzt einfach mal ausprobieren in der Synchronizität. Wenn wir jetzt beide gleichzeitig ziehen, ist die Chance natürlich größer, dass wir jetzt eine sehr gleiche Information bekommen. Was dabei auch noch zu berücksichtigen ist, ist aus meiner Sicht, ist, dass wir mit unterschiedlichen Decks ziehen. Jedes Deck spricht eine unterschiedliche Sprache. Es ist ein Unterschied, ob ich mit einem Franzosen über ein Thema rede oder mit einem Engländer. Es kommen andere Worte, auch wenn es dieselbe Thematik ist. Und so ist das mit unterschiedlichen Decks. Welches Deck benutzt du denn heute? Also ich habe heute mal mich ganz spontan für den netten Herrn Wade Smith entschieden. Na, hier sieht man gerade mal den 2 der Stäbe. Sehr ungewöhnlich für dich. Ich nehme einen Wade-Klon, das Modern Witch Tarot von Lisa Sperl. Und da haben wir dann eine sehr gute Vergleichsmöglichkeit, würde ich sagen. Gut. Und damit ihr seht, ich mische wirklich, also das ist kein Joke. Ne? Jetzt ist nur noch die Frage, welche Frage stellen wir? Wir haben jetzt mal die Karten vorbereitet. Ne? So, jetzt können wir mal darauf hingehen. Was wollen wir denn so wissen von der Bildersprache des Tarot? Ich halte morgen einen Vortrag. Und ich würde gerne wissen, wie dieser Vortrag laufen wird für mich, was der mir bringen wird. Dir persönlich oder für deinen Status in der Gruppe, wo du ihn hältst, oder ob er dich dann so nach oben katapultiert? Ich halte als einzige Deutsche einen Vortrag in einer virtuellen Tarot-Gruppe, wo hauptsächlich Amerikaner und Engländer unterwegs sind. Ich möchte gerne wissen, was das für mich, für meinen internationalen Status bedeutet. So eine very risky Frage, wenn ich das mal sagen darf. Also vielleicht sollten wir uns die Frage auch noch vorher notieren, damit wir auch wirklich nachher... Willst du es wirklich wissen, Kirst? Jetzt, aber ich habe gerade nichts zum Schreiben da. Ich hatte hier ganz viel Kram, aber das ist alles weg. Doch hier, ich habe jetzt einen Stift und ich habe ein Blatt Papier und ich schreibe jetzt auf die Frage... Das ist immer eine gute Sache, Fragen aufschreiben, bevor wir Karten ziehen. Was wird mir mein Vortrag morgen in Sachen internationale Beachtung bringen? Ja? Okay. Was wird der Vater bringen, ne? So, habe ich aufgeschrieben. Ihr seid alle Zeuge und Zeugin. Zeig mal her. Ist das aufgeschrieben? Hast du das dann Einkaufszettel? Ne? Oh. Genau. Ja. Schaut so gut aus. Und nun werden wir jeder eine Karte ziehen. Wir machen das so, dass ihr wirklich seht, wir beschummeln euch nicht. Na? Ich denke an meine Frage. Der Tarot-Seelsorger denkt an meine Frage und dann ziehen wir jeder eine Karte. Bin sehr gespannt.
Yay. Ich brauche meine Brille. Was hast du gezogen? Ich kann es nicht sehen. Ich kann es wirklich nicht sehen. Ah, ist der Stäbe, ist das? Das Stäbe. Oh, das ist ja eine coole Karte. Ich habe den Stern gezogen. Cool. Also, beides erst einmal für mich positive Karten. Was jetzt gerade ein bisschen schwierig ist für mich, ist, dass das jetzt meine Frage war und es dadurch vielleicht für mich persönlicher ist als für dich. Wir hätten vielleicht, hat jemand von euch mal Lust, eine Frage mal spontan reinzuschreiben hier, die wir mal nehmen können, damit es nicht meine oder Ruhe ist? Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr spannend, dass wir beide so Karten gezogen haben, die sagen, komm, push it. Du musst dich nicht erschrecken, du musst dich nicht verstecken, du hast genug Potenzial, zeig dein Feuer, zeig deinen Spirit, zeig, was du drauf hast und kümmere dich nicht drum, was andere denken. Ja, auf jeden Fall sind es beides für mich positive Karten, die ich mag, ne, zu denen ich auch mich sofort verbunden fühle. Und während es bei mir eher so mit dem Stern so, eine Aspiration, die ich habe, etwas, was ich gerne machen möchte, ist es bei dir so schon fast das Do it, Baby. Ne? Ja, definitiv. Aber das hast du beim Stern auch. Und wenn man sich daran erinnert, dass der Stern einer der bevorzugten Karten in den alten Büchern ist, dann, hey, come on, let's do it. Also es ist auf jeden Fall etwas, was mich bestärkt in dem, was ich vorhabe. Bevor wir jetzt, ich würde es jetzt mal zur Seite legen ein bisschen und mal schauen, ob jemand inzwischen vielleicht eine Frage gestellt hat. Ui, da sind ja ganz viele Kommentare, die ich noch überhaupt nicht gesehen habe. Bei mir ist dann hau mal rein, Kirsten. Was gibt es denn für Feedback? Okay, diese ganzen Sachen von vorhin, die nehme ich nachher nochmal auf. Bernhard fragt jetzt ganz naiv als Einsteiger, aber das ist doch im Leben überall so, oder? Frage ich drei Leute das Gleiche? Nein, Bernhard, du kriegst andere Aussagen, aber wir haben ja gesagt, dass du dieselben Aussagen bekommst, wenn du drei Berater fragst, Bernhard. Dass einige Leute damit den Berater entlarven wollen. Ja, aber hier hat noch niemand irgendwie eine Frage gestellt, zu der wir mal kurz eine Karte ziehen könnten. Schade, schade. Ich gebe euch noch einen Moment Zeit, das zu tun. Ja, vielleicht macht das Bernhard. Ich denke, der ist frei genug, dass er die Antwort auch mitnimmt. Ja. Komm, Bernhard, trau dich. Genau. Kerstin fragt, ob ein Kunde nicht die Frage anders stellen würde, wenn man mehrfach die Frage stellt. Ja, und genau das war ja unser Experiment, dass die Frage wirklich immer dieselbe sein musste. Wenn ein Kunde die Frage mehrfach stellt in einer Beratung, wird er sie immer paraphrasieren. Das auf jeden Fall. Kerstin zweifelt auch an sich selbst, wenn sie in einer Beratung mehrfach dasselbe gefragt wird, ob sie es wirklich gut genug erklärt hat. Ne? Das ist das, was du gesagt hast. Würde ich eben nochmal dich, Kerstin, darin bestärken. Du hast genügend Mut bewiesen, dass du dich überhaupt als Beraterin hingesetzt hast. Da gibt es gar kein Thema, dass du nicht hergehen kannst und dann dich dahingehend zu wappnen, indem du einfach sagst, na gerne beantworte ich diese Frage wieder und wieder und wieder. Oder nee, schau mal, du hast nur diese Zeit bei mir gebucht, sei doch so cool für dich im Eigeninteresse, stell doch was anderes. Super, der Bernhard hat keine Idee für eine Frage, aber Kerstin hat eine Frage gestellt. Ja, cool. Und zwar, was will Corona uns Menschen Welt aufzeigen? Was ist das Thema hinter dem Thema? Ja, das finde ich ganz gut als Frage. Ne, obwohl Corona. Aber es ist eine Frage, die neutral ist. Und nochmal, was will Corona uns sagen? Was will Corona uns Menschen, Welt aufzeigen? Was ist das Thema hinter dem Corona-Thema? Aber das sind jetzt noch mehrere Fragen. Ja. Was will Corona uns Menschen aufzeigen? Konzentrieren wir uns auf diese Frage. Wenn ich dann noch mehr reinhaue, dann kriege ich nicht das, was ich will. Genau.
Dann ziehen wir jetzt einfach mal eine Karte jeder für diese Frage und schauen. Ja, Birgit stellt eine ähnliche Frage Richtung Stillstand. Wir konzentrieren uns jetzt aber auf das Thema Corona. So. Ich lasse es jetzt mal auf den Tisch. Es ist wirklich weniger stressig für mich. Und ich schummle auch nicht. Ich weiß ja auch nicht, was Roy zieht. Ich habe gezogen. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich habe den Buben der Münzen gezogen. Du hast die 2 der Münzen gezogen. Also ich finde, da haben wir auch wieder ziemlich ähnliche Karten gezogen. Was würdest du sagen, ist da das gemeinsame Thema? Das gemeinsame Thema ist der Umgang mit unseren Ressourcen. Ja, ganz genau. Der Umgang mit unseren Ressourcen. Und wie setze ich die ein? Und ich sollte, also mit den 2 der Münzen sollte ich auf alle Fälle beginnen, wieder nicht zu gaukeln, sondern zu überlegen, na, der hat ja die Lemniskate mit den beiden Münzen. Und wir sollten uns bewusst sein, dass die Ressourcen endlich sind und dass wir eben mit denen, die wir haben, so umgehen, dass sie uns nicht ausgehen. Ja, gleichzeitig aber auch hier mit dem Buben der Münzen, was habe ich für persönliche Ressourcen und wie kann ich auch, beide Karten haben ja was mit Neuanfang zu tun, eine 2 und ein Bube, wie kann ich jetzt neu aufsetzen? Ne? Ja, eben, und was kann ich für die Zukunft damit tun? Ja, was kann ich für die Zukunft damit tun? Und es ist für mich alles andere als ein Ende, es ist ein Neuanfang. Und da wir uns im Bereich der Erde befinden, finde ich, passt da auch Birgits Frage zu. Da geht es um Stillstand. Ne? Also wir haben jetzt die Muße, mit Dingen zu experimentieren, 2 der Münzen, aber auch unser eigenes Talent auszugraben. So ist es. Ja. Ja, also ich finde, das ist ziemlich ähnlich. Wir sind beide im selben Element. Wir haben Anfangsqualitäten. Und ja, ich komme damit total gut klar. Also ich finde auch, das ist sehr, sehr, sehr spannend, dass wir da räumlich und versetzt da die gleiche Elementekarte und den gleichen Inhalt bekommen. Das ist das, was wir auf den Messen immer wieder auch erlebt haben. Genau. Einer geht noch. Bernhard hat inzwischen eine Frage gestellt, die nehmen wir jetzt auch noch. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen, Bernhard. Dankeschön. Bernhard fragt, ich interessiere mich derzeit für viele Dinge und muss jetzt ausmisten. Wie mache ich das am besten? Ja, also wie mistet Bernhard am besten aus? Schauen wir mal, was passiert. Sehr gut. Ich habe die 10 der Stäbe gezogen. Das 3 der Schwerter. Wie cool. Also, sorry, wenn ich kurz rede. Ich finde, dass die Stäbe ziemlich ähnlich auf dieser Karte arrangiert sind wie die 3 der Schwerter auf der anderen Karte. Ne? Da sehe ich schon mal eine Parallele. Es sind beides belastete Karten. So Kopfschmerzkarten, könnte man sagen. Und finde ich cool. Bei beiden Karten geht es darum, auszusortieren. Ne? Bei den 3 der Schwertern, jetzt aus meiner Sicht, muss ich eine Entscheidung treffen und auch was hinter mir lassen, weil ich eine Entscheidung treffen muss. Bei den 10 der Stäben muss ich auch eine Entscheidung treffen, nämlich lasse ich die Dinger jetzt fallen oder halte ich die weiter zusammen oder priorisiere ich, delegiere ich. Bei den 10 der Schwerter ist, ich sehe mein Ziel nicht mehr, durch diese vielen Stäbe, die ich in der Hand habe. Also ich muss, wie du es richtig erkennst, ich muss irgendetwas loslassen, muss von etwas lassen.
Und bei den dieser Luftkarte mit den drei der Schwerter, ne, das Element Intellekt, Element Luft, da geht es darum, dass du hergehst und sagst, es tut mir in der Seele weh, dass ich jetzt dieses Thema nicht mehr bearbeiten kann, aber ich muss davon lassen. Mhm. Und es wird wahrscheinlich nicht nur ein Thema sein, das du hinter dir lassen musst, es müssen wahrscheinlich mehrere sein, die du da intellektuell im Felde stehen lassen musst. Und es blutet dir bildlich übersetzt das Herz, aber es muss sein, denn auf drei Hochzeiten tanzen geht eben nicht. Ja, ganz genau. Ja, die Leute da draußen freuen sich, finden das sehr interessant. Ich finde es auch sehr interessant. Da haben wir uns was Gutes ausgedacht, wie ich finde. Ich finde zum Abschluss... Was steht da bei dir unten dran? Ausnahmeberaterin. Ne? Ganz genau, ganz genau. Ich finde zum Abschluss, es sei denn, ihr habt noch Fragen, werft sie doch bitte weiter in die Kommentare rein. Würde ich vorschlagen, dass ich jetzt nochmal auf meine Frage zurückkomme und wir schauen, das war ja der zweite Teil der Technik, werden wir wieder dieselbe Karte, wahrscheinlich nicht, oder aber eine ähnliche Karte ziehen. Bevor wir das tun, möchte ich aber sagen, dass man durchaus auch mal dieselbe Karte zieht, ne, bei Sachen, die sehr wichtig für einen sind. Das ist mir schon doch öfter passiert. Bernhard schreibt, ihr habt den Punkt richtig getroffen. Danke, lieber Bernhard. Und jetzt... Ein Lob von dir ist uns immer sehr wichtig. Genau. Ich lese jetzt noch einmal die Fragestellung vor, die ich aufgeschrieben habe. Was wird mir mein Vortrag morgen in Sachen internationaler Beachtung bringen? Also ich merke gerade, das Halten von der 78 Tarotkarten in dieser Haltung ist für mich ein bisschen ungewöhnlich. Aber sehr sexy aus, wenn jetzt auf meine Oberarmmuskeln spielen. Also im Zirkus auftreten, nachdem Siegfried und Roy nicht mehr machen. Gut, ja blöd, ich habe jetzt die Karten gesehen, ich muss jetzt leider nochmal mischen. Aber du kannst ja schon sehen, ziehen. Okay. Ich habe gezogen. Du auch? Auch. Ich habe die 3 der Münzen gezogen. Ich habe die 9 der Münzen. Boah! Wie geil ist das denn? Ja, also wieder 2 Karten, die ich extrem gerne mag. Ja? Wer nicht? Wer es liebt Menschen, die 9 der Münzen nicht? Es gibt Menschen, die 3 der Münzen nicht mögen. Naja, das ist nicht umsonst Arbeit. Das stimmt. Und hier ist ja eine Karte der Zusammenarbeit. Entschuldigt, da ist eine Karte der Ernte. Ne? Aussäen und Ernten. Die beiden haben ganz viel miteinander zu tun. 3 mal 3 ist 9. Auch wieder beide in der Erde. Oh Mann, so aufgeregt über dieses gute Ergebnis. Also wir haben auf jeden Fall wieder sehr gleiche Karten gezogen. Wir haben aber nicht dieselbe Energie wie eben gehabt, ne? Nee, es ist schon bei der 9 der Münzen ist schon ein Schritt weiter. Da ist schon das Resultat von deiner 3 der Münzen da. Ja, also für mich waren die ersten beiden Karten Ass der Stäbe und Stern eher so, tu es, komm in Bewegung, lebe das. Und hier haben wir ein konkretes Resultat. Und anscheinend hat die Birgit auch parallel eine Karte gezogen und sie hat die Königin der Münzen gezogen. Mist! We rest our case. Wie geht das? Caro works. Das nächste Buch, wie geht Kartenlegen richtig? Genau. Also wir haben jetzt hier eine Sendung gezeigt, die Skeptiker in die Annalen eingeht. Die Schranken weist. Finde ich einfach wirklich großartig. Also das genial. Ist ein wirklich gutes Experiment, was zeigt, auch wenn es nicht immer dieselben Karten sind, sind sie doch ähnlich, auch von Leuten simultan gezogen, selbst da im Äther da draußen. Und das, genau der Effekt, den du vorhin beschrieben hast, ist eingetroffen, wenn man die Frage ein zweites Mal stellt,
ist man ein Stück weiter. Na? Und hat etwas durchgearbeitet für sich. Total spannend. Aber eine Seelsorge. Ja. Gibt es noch Sachen, die ihr da draußen loswerden wollt, außer dass ihr es ebenso spannend findet wie wir? Da geben wir euch vollkommen recht. Ja, ich habe hier eine Geisterstimme aus dem Off, die mich gerade fragt, was die großen und die kleinen Arkana sind. Das ist wieder das wird wieder ein anderes Video sein. Ich glaube nicht, dass wir darüber wirklich reden müssen, aber wir hatten das heute als Thema in meiner Mutter-Sohn-Reihe Kartenrezensionen. Ulla, du schaust ja zu. Wir haben heute das Housewife-Tarot besprochen und ich werde das demnächst auf YouTube hochladen. Könnt ihr euch dann alle angucken. Ja, ich glaube, Birgit hat das vorhin mit dem Rabentarot gezogen, die Königin der Münzen. Also auch wieder ein anderes Deck, aber dennoch dieselbe Qualität. Dann werde ich jetzt mal ein Konto in den Staaten eröffnen und hoffen, dass da viel Geld drauf fließt. Und ja, also für alle, die daran interessiert sind, ich rede morgen bei dieser World Divination Association. Das ist auch auf Facebook eine Gruppe. Für 35 Euro könnt ihr 40 Kartenberater sehen. Es sind bekannte Menschen dabei wie Rana George, Alison Cross oder Ciro Marchetti, Stephen Bright ist auch dabei. Und ich wurde auch eingeladen, da habe ich mich sehr darüber gefreut. Und ich werde mich aus dem Fenster hängen und über Frank Glahn reden. Und mal schauen, wie das so ankommt in der internationalen Welt. Ich denke, die Leute, die da dabei sind, die können mit der Franz Klahn und seinem Leben wenig bis nichts anfangen. Ich glaube, da kannst du wenig falsch machen. Ja, es geht mir auch mehr darum, dass ich über die Geschichte des deutschen Tarot philosophiere, der ja nicht wirklich so eine Geschichte hat. Ja, wenn das gut gelingt und die Leute Spaß dran hatten, ist das vielleicht mal was, was wir auch hier mal machen können. Aber jetzt probiere ich mich erstmal in Englisch, im deutschen Tarot. Und ja, ich denke, wir gehen jetzt langsam in unser Wochenende, oder? Naja, ich schon, du weniger. Ich nicht? Nee, du machst ja morgen diesen Beitrag. Ach so, ich dachte jetzt einfach den Abend-Chill-Out bei herrlichem Wetter. Ja, das können draußen. Wir tun. Und ich möchte mich an dieser Stelle, denn für mich war das seit den 3 Wochen, seitdem ich mich mit YouTube und sonstigen Videos beschäftige, eine sehr spannende Zeit. Ich möchte mich bei allen und für alle Kommentare bedanken. Es macht wahnsinnig viel Spaß, das Wissen auch über diese Kanäle weiterzugeben. Und würde mich freuen, wenn wir mit euch in der Zukunft weiter so spannenden kommunikativen Austausch machen würden. Das geht mir auch so. Der Bernhard lobt uns noch und sagt, warum sollte ich wir andere Berater heranziehen, wenn wir die besten 2 hier haben? Das geht runter wie Öl, lieber Bernhard. Also jetzt bringt man gleich 2 Bier, Bernhard. Genau. Wenn wir, du lebst ja, glaube ich, auch in Bayern. In Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg, Verzeihung. Wenn wir mal da unten sind, dann trinken wir zusammen ich trinke kein Bier mit, aber ich... Oder vielleicht schafft es, das ergibt es ja keinen Astrologie-Kongress, ne? Nee, den gibt es nächstes Jahr wieder in Bayern. Genau. Gut, ihr Lieben, war wirklich toll. Schön, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Es hat uns großen Spaß gemacht und wir treffen uns auf einen dieser vielen Kanäle hier und vielleicht sogar bald wieder in der Realität, denn es wird ja gelockert. Ja, und ich möchte sagen, was ich schon während Corona gesagt habe, never give up und habt schöne Pfingsten. Genau, Bernhard ist aus München.
Dann nehme ich alles zurück. Okay, alles klar. Bis dann. Tschüss.